Servus und herzlich willkommen zur 10. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Polymerase Kettenreaktion. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten. Ich habe jetzt auf Aufnahme gesetzt. Sehr gut. The Random Scientist Podcast. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Beginn der modernen Gentechnik, in Klammer PCR, Massenspektrometrie mit Neutronen und einem neuen Ansatz zur Behandlung von Alzheimer und zu guter Letzt mit dem Nobelpreisträger Paul Ehrlich. Hervorragend. Ja, Dominik, wie geht's dir? Hervorragend. Wir sind 10 Monate alt. Stimmt gar nicht. Also die 10. Ausgabe quasi fast. Also nicht direkt 10 Monate, aber genau. Wir haben 10. Geburtstag. Jubiläum. Jubiläum, genau. Ich wollte eigentlich ein Bier trinken dazu, aber jetzt ist mittags. Es ist eher schlecht. Naja, wir sind beide jetzt aktuell in Bayern. Es ist 11 Uhr. Das heißt, wenn du jetzt nicht schon mindestens 2 Weizen drin hast, bist du zu spät. Du meinst 2 Weizen zu den 2 Weißwürsten? Genau. Ja, das wäre natürlich ein guter Plan gewesen, aber der war natürlich jetzt nicht vorherzusehen. Wir wollen ja nicht mit vollem Mund podcasten. Eben. Ja. Stefan, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's hervorragend. Ich war im Urlaub. Ich bin also tiefenentspannt. Ja, sollte ich sein, weil nächste Woche geht's ja los. Aber jetzt habe ich gerade einen Frosch im Hals. Ich muss mal schnell was trinken. Wir machen mal schnell Pause. So, wir sind wieder da. Mein Frosch hat sich gelöst. Sehr gut. Und das heißt, du hast keinen Frosch mehr im Hals. Uns geht's beiden gut. Dann legen wir doch gleich los und würden anfangen mit einem Nachtrag zu unserer Sondersendung zum Thema Doping. Da hast du noch ein paar Sachen rausgesucht. Genau. Da hatten wir krasses Feedback bekommen. Ja, das stimmt. Die erste Sache, die ich dann noch gelesen habe im Nachklang, war, dass es erstens jetzt wohl Fälle, oder es gab keine Fälle von Gendoping, aber die Kontrolleure waren besorgt, dass es Gendoping gegeben hätte. Und deshalb haben sie da irgendwie versucht, Tests zu machen, wie die jetzt genau ausgesehen haben, weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall gab es da einen Artikel drüber, dass es wohl so sein soll. Und jetzt haben sie da auch versucht, quasi dieses Gendoping einzudämmen, beziehungsweise darauf zu testen. Das war das Erste. Das andere ist, dass bei den Leichtathletikwettbewerben dann am letzten Tag noch die Caster Semenya gelaufen ist. Und ja, bei der ist es ein ganz spezieller Fall, denn sie wurde 2009 in Berlin Weltmeisterin. Und bei der ist es immer so, die Frage, sie schaut sehr männlich aus, ist aber eine Frau, und es wurde halt dann irgendwie ein Gentest gemacht auf ihr Geschlecht. Und dann stellte sich heraus, dass sie intersexuell ist und dass ihr Testosteronwert 3-mal höher ist als der Höchstwert bei 99% der Frauen. Das heißt, sie läuft bei der Frauenkonkurrenz mit und hat 3-mal höhere Testosteronwerte als die meisten Frauen. Im 2009 wurde sie in Berlin Weltmeisterin und dann musste sie ihre Testosteronwerte eben künstlich senken. Und 2012 in London erlief sie dann noch Silber, aber eben mit einem gesenkten Hormonwert. Jetzt in Rio, dann gab es Prozesse und hin und her und so. Und in Rio musste sie die Werte eben nicht mehr senken, weil sie gewonnen hatte. Und sie durfte weiterhin bei den Frauen starten. Und jetzt hat sie eben wieder Gold gewonnen. Und jetzt ist halt die Frage, ja, ab wann wird man dann als Frau eingestuft? Liegt es eben am natürlichen Geschlecht? Oder dann doch, sollte man die Athleten dann doch eher nach dem Testosteronspiegel einteilen? Weil, naja, wenn die Frauen dann Testosteron nehmen und natürlich mehr Testosteron produzieren und dann der Wert 3-mal höher ist als bei allen anderen Frauen, dann ist es irgendwie auch irgendwie unfair. Die anderen dürften den Testosteronwert einfach anheben. Einfach künstlich 3-mal so hoch machen, ja, und dann auch irgendwie genau, zu Männern sehr werden. Sehr gesund. Ja, das ist irgendwie auch keine Lösung. Also das ist Werbung halt, für Gillette machen. Das ist irgendwie ein ziemlich schweres Gebiet. Und ich weiß jetzt auch nicht, was da irgendwie der beste Weg ist, aber naja. Ich glaube, das ist halt auch. Ja, es ist halt auch ein Problem, weil du da stark in die Persönlichkeitsrechte eingreifst von Menschen. Also, wenn sie sich halt als Frau sieht, dann ist sie wenn sie genetisch ist, eine Frau ist und sich als Frau gibt und auch als Frau sieht, dann ist sie ja eine Frau. Aber man könnte natürlich dann auch Leuten unterstellen,
ist ja die gleiche Diskussion wie mit diesen paralympischen Spielern, da komme ich gleich noch drauf, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt eigentlich intersexuell, aber ich habe bei den Männern keine Chance, also starte ich bei den Frauen. Also das könnte man, wenn man ja das vom bösen Menschen ausgeht, könnte man das ja auch sagen, dass es dann auch solche Fälle geben würde. Und aber ich habe echt keine Ahnung, wie man dieses Problem löst, wenn man irgendeine gemischte intersexuellen Liga machen oder keine Ahnung. Meine, also im Prinzip drei Geschlechter dann machen und irgendwie genau. Dann bei den Frauen einen Testosteron-Höchstwert angeben. Wenn der dann überschritten ist, dann muss man irgendwie woanders starten, aber das ist ja auch irgendwie ja, ziemlich diskriminierend. Ja, aber das wird dann auch wieder so künstlich, dann senken sie kurz vor der Messung den Testosteronwert künstlich und boah, das ist ein Wahnsinnsproblem, glaube ich, das ist echt. Ja. Ich meine, das ist so eine ähnliche Diskussion, finde ich, nur halt auf einer anderen Ebene, hier genetisch und weil zum Beispiel gestern, ich war beim Eröffnungsspiel von Bayern in der Allianz Arena für die neue Saison und da haben sie den deutschen Weltmeister im Weitsprung, im paralympischen Weitsprung vorgestellt. Der Junge springt halt 8,40 Meter, damit hätte er bei den aktuellen Rio Gold gewonnen. Und er springt aber halt mit der Prothese und diese Prothese ist halt zufällig auch noch sein Absprungbein. Ja, die federt und da dann halt auch nicht. Die federt dann wahrscheinlich. Ja, die federt halt krass und jetzt kannst du aber halt auch nicht sagen, ja, dann starte halt bei den normalen. Weil dann hätte er ja da auch, also ich glaube, da muss ich ganz ehrlich gestehen, da bin ich überfragt, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Das ist so, es ist sehr schwer. Es ist ein weites Feld, wie es also weites Feld und man muss halt dann irgendwie die Würde aller Beteiligten erhalten, aber man muss halt auch irgendwie zu einer Lösung kommen, weil wenn die jetzt für alle Zeiten halt Gold gewinnt, obwohl sie ja nachweislich leistungsfähiger ist als alle anderen, ist irgendwie auch ja, schwierig. Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die haben bei von Natur aus einen erhöhten Hämoglobinwert, sind halt dann talentierte Leistungssportler. Musst du die dann auch bestrafen? Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Das ist ja genau der Punkt, warum halt die einen das eine machen und die anderen halt dann den anderen Sport, ne? Weil sie da halt aus Veranlagung her halt Talent dafür haben. Ja, oder willst du einen Basketballspieler einen Strick draus drehen, dass er 2,12 Meter groß ist? Ja, genau. Ja, das ist und ja größer unfair, ist als der andere. Ja, genau. Ist ja unfair. Man muss ja die anderen dann auch größer machen. Ja, das ist sehr schwierig. Genau. Und man sollte Plateauschule. Wir sollten uns da jetzt, glaube ich, nicht noch weiter in irgendwas verrennen. Ja. Genau. Aber wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr eine Meinung dazu habt, dass ihr uns das gerne auf Twitter oder auf unserem Blog mitteilt, was ihr davon haltet. Auf therandomscientist.de. Also würde mich jetzt auch interessieren, was da die Leute zu denken, die uns zuhören. Dann, wie du sagst, springen wir gleich weiter in die News-Section. Da hast du wieder vier Sachen ausgegraben. Und Steve, the stage is yours. Ja, ich habe wieder vier Sachen ausgegraben. Es hat noch viel mehr gegeben, aber ich muss mich halt immer einschränken. Und zwar ist das erste Thema, dass Wissenschaftler glauben, ein Hormon gefunden zu haben, das Zellalterung in Menschen reverse, also umkehrt. Und zwar gibt es da das Danazol, das ist ein synthetisches Steroid und das stimuliert die Telomerase. Und es verhindert dadurch die Zellalterung durch Telomerverkürzung, denn es ist ja so, dass wenn Zellen älter werden, dann verkürzen sich die Telomere. Telomere, das sind repetitive Sequenzen an den Enden von den Chromosomen. Und wenn diese Telomere dann immer kürzer werden, also wenn sich das Chromosom teilt, also verdoppelt wird, dann kann eben die Polymerase nicht bis zum Ende schreiben, sondern dann bleiben halt immer ein paar Basenpaare übrig, die nicht wieder neu kopiert werden. Das heißt, das neue Chromosom ist ein bisschen kürzer als das alte Chromosom. Und dadurch kommt es dann irgendwann dazu, dass diese repetitiven Bereiche immer kürzer werden und irgendwann werden eben auch kodierende Bereiche, also die Informationen enthalten, angegriffen. Und dann kommt es eben dazu, dass die Zelle nicht mehr gut richtig funktioniert und dann geht die eben unter oder stirbt. Und wenn man die Telomerase ist eben ein Enzym, das kann eben diese fehlenden Bereiche am Ende von den Chromosomen wieder auffüllen. Und wenn die aktiv ist, das ist auch in Krebszellen und Zellen, die sich unendlich teilen können, der Fall, dann kommt es eben nicht zu dieser Form von Alterung. Das heißt, wenn man jetzt ein Hormon hat, das diese Telomerase stimuliert oder aktiviert, dann führt das zu langsamerem Altern. Und eben die Wissenschaftler haben hier eben gefunden, dass dieses Hormon zu diesem Effekt führt. Was ziemlich cool ist und da muss man jetzt mal schauen, was da dann dabei rauskommt. So, das zweite Thema ist
Ob ich jetzt mal frage, Dominik, hast du einen Aluhut dabei? Kannst du den mal aufsetzen? Nee, den habe ich leider nicht, aber die Alufolie ist aus. Aha, scheiße. Ja, das ist, da kommen wir jetzt ein bisschen so in die unwissenschaftliche Ecke. Nämlich geht es um Chemtrails. Chemtrails, das sind also Kondensstreifen, die man am Himmel sieht, werden oft auch als Chemtrails bezeichnet, weil von bösen Regierungen oder von bösen Mächten werden da dann Chemikalien über die Erde verteilt und die sollen uns alle beeinflussen in irgendeiner Weise. Natürlich ist das höchst unwissenschaftlich und höchst unseriös. Aber man hat jetzt mal versucht, diese Chemtrails wissenschaftlich zu untersuchen, ob die eben jetzt länger da bleiben am Himmel wie früher oder was, ob die überhaupt, also ob es irgendwelche haltbaren Informationen gibt, dass da irgendwas dran sein könnte. Natürlich ist das nicht so, es wurden da viele Wissenschaftler befragt und es wurde eben untersucht und es wurden auch methodische Mängel in den Studien der Chemtrail-Befürworter gefunden. Also an den Chemtrails ist einfach nichts dran und die soll man gleich wieder in die, man kann den Aluhut gleich wieder in die Schublade packen und alles ist gut. Sehr gut. Und die Haltbarkeit der Kondensstreifen ist deshalb höher, weil die Flugzeuge eben heutzutage höher fliegen als damals. Und wenn die höher fliegen, dann bleibt die eben länger oben, aber das ist ja auch irgendwie nichts. Dann will ich anknüpfen an die Omega-3-Fettsäuren aus der letzten regulären Sendung, aus der Lipide-Sendung. Denn es geht um Omega-3-Fettsäuren gegen Gefäßverkalkung. Es geht darum, dass um Arteriosklerose, es ist eine Entzündungskrankheit. Und die Entzündungsreaktionen im Körper sind dann bei dieser Krankheit aus dem Gleichgewicht. Und es ist eben so, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, dass eben Fettsäuren zu solchen Entzündungsprozessen beitragen können. Und hier geht es eben darum, dass es entzündungshemmende Lipidmediatoren Marisin 1 und Resolvin D2 gibt und diese lindern Arteriosklerose. Und genau diese Stoffe werden eben aus Omega-3-Fettsäuren gebildet. Und deshalb ist es gut, wenn man mehr Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt, um eben solche entzündungshemmende körpereigene Stoffe dann eben zu bilden aus den Omega-3-Fettsäuren. Und die Omega-3-Fettsäuren sind vor allem in Fischöl enthalten, also viel Fisch essen, dann kommt es nicht zur Arteriosklerose. Das ist auch der Grund, warum mediterrane Leute, Leute, die halt viel Fisch essen, eben im mediterranen Bereich, dass die eben solche Krankheiten eher nicht haben. Und das wurde eben auch im Mausmodell gefunden, ist aber schon mal ganz vielversprechend, weil diese Verbindungen und diese Wege, also diese Reaktionswege auch im Menschen gefunden worden sind oder auch da vorkommen. Steckerlfisch. Eben, bei uns ist wieder Duld. Ich gehe sofort einen Steckerlfisch essen. Sehr gut. Und dann, das letzte Thema ist wieder Evolution. Und zwar geht es da um den evolutionären Zusammenhang zwischen Händen und Flossen. Und dazu wurde wieder die CRISPR-Cas9-Technik aus unserer vorletzten Sonderfolge eingesetzt. Und es wurde eben herausgefunden, dass Gene, die bei der Fingerbildung bei Mäusen beziehungsweise bei der Flossenbildung bei Zebrafischen beteiligt sind, dass die eben die gleichen sind und dass diese eben deshalb den gleichen evolutionären Ursprung haben. Also wieder ein weiterer Link, der die Evolution beweist. Okay, dann vielen Dank für die News-Section. Fand ich sehr cool, auch den Teil mit den Chemtrails. Ja, Mann. Den Humor hochhalten. Du machst das diskursfähig. Das ist nicht gut. Ja, das stimmt auch wieder. Am Schluss glauben die noch, wir nehmen die ernst. Dann zu einem viel ernsteren Thema. Der Begründung der modernen Gentechnik im Prinzip. Der Polymerasen-Kettenreaktion oder kurz PCR, wobei das C in dem Fall für Chain steht, also Polymerase Chain Reaction. PCR ist irgendwie nicht so sexy wie PCR. Ja, genau, da kommen wir zum biologischen Thema. Und hier ist es so, dass ich diesmal versucht habe, den Sketch, den ich gezeichnet habe, in die Shownotes direkt reinzupacken, sodass man jetzt auf dem Podcast-Player seiner Wahl dieses Sketch in den Shownotes sehen sollte. Ich bin mir da jetzt technisch nicht ganz sicher, wie das dann geworden ist, ob das zu groß ist, zu klein, ob das überhaupt funktioniert. Aber ich habe in anderen Podcasts schon gesehen, dass da eben Bilder in den Shownotes sind, deshalb wollte ich das jetzt einmal ausprobieren. Und falls das gut oder schlecht ist, würden wir uns über Feedback freuen, denn
Die Sketches sind bisher auf der Webseite noch nicht so gut angeklickt worden. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass man eben da keinen richtigen Zugang dazu hat. Ja, weil man eben aus da, wo man es hört, nicht auf das Bild zugreifen kann. Deshalb habe ich jetzt mal versucht, das in die Shownotes zu packen. Und ja, vielleicht klappt das ja ganz gut. Aber jetzt zum Thema. Die Polymerase-Kettenreaktion wird dazu verwendet, einzelne und sehr genau bestimmte Abschnitte der DNA mittels der DNA-Polymerase zu vervielfältigen. Das heißt, ja, Gene sind normalerweise ja, in sehr geringen Dosen vorhanden, denn ja, es gibt halt pro Chromosom 1, beziehungsweise dann im doppelten Chromosomensatz 2 Allele. Und um damit irgendwas zu machen, braucht man halt viel mehr davon, dass man sie irgendwie nachweisen kann, dass man sie irgendwie anschauen kann, dass man irgendwas eben damit anstellen kann, muss man die vervielfältigen. Und diese Technik hat es jetzt eben möglich gemacht, spezifische DNA-Abschnitte, die einen interessieren, zu vervielfältigen. Also ja, ins 100.000 und Millionenfach zu vervielfältigen. Erfunden wurde diese Technik durch Cary Mallis 1983. Man sieht schon, das ist noch gar nicht so lange her. Und die Idee, das ist ganz witzig, das wird auch immer irgendwie von ihm erzählt und immer wieder im Zusammenhang mit der PCR erwähnt. Die Idee kam ihm beim Autofahren, als er vom Surfen zu seinem Ferienhaus zurückfuhr. Also der war da, ja, er fuhr dort mit dem Auto so entlang und dann kam ihm, den Wolken kam ihm irgendwie die Idee, wie das mit der PCR so zu funktionieren hat. Außerdem hat er gesagt, dass er bezweifelt, dass er die Erfindung auch ohne die Einnahme von LSD machen hätte können. Also der war dem Rauschzustand nicht abgeneigt, sagen wir jetzt mal so ganz neutral. Sehr interessant. Ja, es gibt ja auch viele Berichte, die sagen, dass die Künstler im Mittelalter ja auch immer irgendwie berauscht waren, wenn sie ihre großen Werke geschrieben haben oder gemalt haben. Die waren eh alle ständig besoffen im Mittelalter. Ja, genau. Alle über einen Kamm scheren. So. Ja, alle. Die Kinder, die Kreise, alle. Genau, dann hat er aber 1993 schon den Nobelpreis für diese Erfindung bekommen. Das heißt, es hat nur 10 Jahre gedauert, bis er den Nobelpreis bekommen hat. Das heißt, ja, hier sieht man schon den großen Impact, den diese Erfindung dann letztendlich hatte. Und 1991 hat Roche schon die exklusive Lizenz für diese PCR-Technik sich erworben. Aber trotz des weltweiten Patents, das auch heutzutage noch eben auf der Technik liegt, ist die Nutzung für die nicht kommerzielle Grundlagenforschung frei. Roche ja, verkauft zwar natürlich Reagenzien für diese Reaktion, aber man darf es halt benutzen, ohne dass man irgendwelche Lizenzierungsgebühren zahlen müsste. Genau, die DNA-Polymerase, die eben das entscheidende Enzym in dieser Reaktion hat, die kommt in allen Lebewesen vor und verdoppelt während der Replikation die DNA, bevor dann die Zellteilung stattfindet und eben für jede Tochterzelle eine Kopie des Chromosoms vorhanden sein muss. Dann würde ich ja jetzt mal das Prinzip erklären. Und zwar ist das Prinzip ein wiederkehrender Zyklus aus 3 definierten Schritten. Was braucht man alles dazu für diese PCR? Man braucht natürlich die Ausgangs-DNA. Dann braucht man die Polymerase, also das Enzym, das die DNA kopiert. Dann braucht man Primer, also die Anfangsstellen, wo die Polymerase anfangen soll. Dann braucht man natürlich die NTPs, also die Nukleosid-Triphosphate, die eben die Bausteine der DNA sind, dass eben Bausteine da sind, dass man wieder den neuen Strang bauen kann. Dann braucht man einen Puffer. Der Puffer, das ist eine Lösung, die den pH-Wert eben konstant hält und eben ja, die Bedingungen schafft, dass die Polymerase optimal arbeiten kann. Und man braucht noch Magnesium. Ionen, denn die Polymerase kann diese DNTPs nur verwenden, wenn sie mit Magnesium komplexiert sind. Das heißt, das Magnesium ist in der Mitte und die Phosphatringe lagern sich so um das Magnesium-Ion außenrum. Und das ist dann ja, das ist eben wichtig für das aktive Zentrum von den Polymerasen. Der erste Schritt jetzt in dieser Reaktion, der heißt Denaturierung. Das heißt, man heizt die Reaktionslösung auf 95 Grad. Und das führt dann dazu, dass die DNA-Stränge sich trennen und die DNA-Sequenz, die man kopieren will, zugänglich wird. Der zweite Schritt, das ist dann die Hybridisierung. Das heißt, man setzt die Temperatur wieder herab, denn es sollen sich ja jetzt die Primer wieder anlagern an die DNA, das heißt, die Startstellen definieren. Und dazu wird die Temperatur im Schnitt so auf 55 Grad herabgesetzt. Der dritte Schritt ist dann die Synthese. Das heißt, man heizt die Reaktionslösung wieder auf. Denn man muss dann auf ungefähr 72 Grad kommen, denn das ist die optimale Arbeitstemperatur der Polymerase. Die Polymerase ist ein Enzym,
Ja, und da gibt es eben eine optimale Temperatur, wo die arbeiten kann. Dieser Schritt wird dann 20 bis 35 Mal wiederholt, also diese drei Schritte. Ja, das kommt eben darauf an, wie lange, also ja, auf verschiedene Bedingungen kommt es eben darauf an. In diesem, wenn man das dann 20 bis 35 Mal wiederholt, werden eben mehrere Millionen Moleküle gemacht. Jetzt will ich nochmal ein bisschen genauer auf die einzelnen Schritte eingehen. Und zwar ist der erste Schritt ja die Aufheizung auf 95 Grad. Das ist schlecht für Enzyme, denn bei 95 Grad gehen eigentlich Proteine kaputt. Früher musste man dann auch nach jedem Zyklus immer neue Polymerasen zugeben. Das heißt, man macht einen Zyklus, dann ist die Polymerase kaputt, dann gibt man wieder neue Polymerase zu und dann startet man wieder einen neuen Zyklus. Das war ziemlich umständlich. Deshalb hat man nochmal thermostabilen Polymerase gesucht und die hat man dann gefunden in dem Organismus Thermus aquaticus. Dieser Organismus lebt an heißen Quellen und der muss eben thermostabile Enzyme haben, weil sonst muss er selber wieder immer wieder neue Enzyme machen, beziehungsweise die Dinge, die Enzyme machen, sind ja auch Enzyme, das wird dann nicht lange gut gehen. Das heißt, das ist ganz cool, man hat sich eben dann da die Polymerase isoliert und hatte dann eben eine thermostabile Polymerase und konnte das dann die PCR dann in einem Schritt durchlaufen lassen, ohne dass man wieder was zugeben musste. Es gab dann auch noch weiterentwickelte Enzyme, die dann zum Beispiel Proofreading hatten. Das heißt, man macht eine Fehlerkorrektur oder vieles andere. Dann dem zweiten Schritt, die Hybridisierung, da sind die Primer wichtig. Die markieren eben den Start und den Endpunkt von dem Gen, eben auf dem einen und auf dem anderen Strang. Und die müssen sehr gut passen. Und jeder Primer hat je nach Zusammensetzung eine andere Hybridisierungstemperatur. Das kommt dann auf den GC-Gehalt an. Je höher der GC-Gehalt ist, desto höher wird dann auch die Annealing-Temperatur. Die Sequenz wird von dem Experimentator eben festgelegt, weil der ja genau weiß, welches Gen er amplifizieren will. Das wird dann bestellt. Der Primer, bei verschiedenen Firmen kann man den bestellen. Der Primer ist dann innerhalb einer Woche da und dann kann man mit seiner PCR, also höchstens innerhalb einer Woche, also meistens geht es schneller, ist er da und dann kann man eben mit der PCR anfangen und dann funktioniert hoffentlich alles, wenn der Primer dann auch gut genug ist. Der dritte Schritt, ja, willst du das sagen? GC-Gehalt, das ist halt der Anteil der Nukleotide G und C, nur so, falls das. Genau, weil die drei Wasserstoffbrückenbindungen haben und A und T haben nur zwei und deshalb sind die stabiler und haben dann eine höhere Hybridisierungstemperatur. Genau, der dritte Schritt ist dann die Synthese und die Synthesedauer ist wichtig, dass das Gen dann eben auch in der Zeit fertig wird. Dass der auch fertig wird. Und es ist auch noch so, dass die Polymerasen auch Fehler macht während der Synthese. Deshalb muss man dann das PCR-Produkt, das man rauskriegt, auch kontrollieren. So eine Polymerase macht die Takt-Polymerase, also die ich vorher beschrieben habe, die macht 8 mal 10 hoch minus 6 Fehler pro Basenpaar. Und es gibt noch andere optimierte Polymerasen, zum Beispiel die Pfo-Ultra, die macht 4,3 mal 10 hoch minus 7 Fehler pro Basenpaar. Das heißt, das ist eine 10er Potenz mehr, beziehungsweise weniger Fehler. Genau. Die Syntheserate der Takt-Polymerase liegt bei etwa 60 Basenpaaren pro Sekunde. Das heißt, pro Minute kann man dann so circa 3,6 Kilobasen machen bei optimalen Bedingungen. Meistens ist das irgendwie ein bisschen geringer und man rechnet so mit einer Kilobase pro Minute und Polymerase. Genau, das wäre jetzt schon der Zyklus gewesen. Theoretisch reicht wegen der exponentiellen Vervielfältigung der DNA ein DNA-Molekül aus in der Ausgangslösung, um es nachzuweisen. Aber wenn man dann mit DNA-Lösungen arbeitet, dann sind da meistens mehr als nur ein Molekül drin, aber die ist so sensitiv, dass man im Prinzip ein DNA-Molekül nachweisen könnte. Früher war es so, dass man eben drei Wasserbäder vorbereitet hat und man musste, also mit drei verschiedenen Temperaturen, man musste dann das Reaktionsgefäß immer in diese Reaktionsgefäße dann halt umsetzen, nach einer bestimmten Zeit. Das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß, denn heute gibt es Maschinen, die das machen. In einem Heizblock und da kann man auch bis zu 96 Reaktionsgefäße reintun. Und so ein PCR-Lauf dauert zwischen 1,5 und 3 Stunden, je nachdem, wie lang das Gen eben ist. Genau, wenn man dann mit der PCR fertig ist, dann hat man immer noch in seinem Reaktionsgefäß eine durchsichtige, farblose
Lösung und man weiß nicht, ob die PCR geklappt hat, denn es wird nicht mehr. Es schaut eben genauso aus wie vorher. Und deshalb gibt es die Agarose Gel-Elektrophorese und da kann man dann eben nachschauen, ob die, ja, die PCR geklappt hat. Und bei der Agarose Gel-Elektrophorese trennt man die PCR-Fragmente oder die DNA-Fragmente nach der Größe nach auf und färbt die dann, macht die dann mit einem Farbstoff sichtbar. Man sieht eben dann, ob ein Fragment mit der gewünschten Größe dann am Ende vorhanden ist. Bei der Agarose-Gel-Elektrophorese muss man ein Gel machen, wie der Name schon sagt, Gel-Elektrophorese. Und da wird eben der Zucker Agarose in Wasser aufgekocht und am Ende bildet sich dann beim Abkühlen, der gibt man dann in so einen Schlitten rein, das heißt, man hat dann so eine, ja, wie würdest du das beschreiben, Dominik, so ein Quader? Ja, je nachdem, so eine dicke Toastscheibe. Agarose. Ja, genau. So schaut es im Prinzip aus. Man hat dann eben oben Taschen, wo man dann den Reaktionsansatz reingeben kann. Und beim Abkühlen wird es eben fest. Und die Konzentration von der Agarose in Massenprozent liegt üblicherweise zwischen 0,5 und 3%. Also je nachdem, wie lang eben das Gel ist, das PCR-Fragment ist, braucht man dann unterschiedliche Prozentigkeiten. Je länger das Gel, das Fragment ist, desto weniger prozentig muss das Gel dann sein. Das Gel gibt man dann in eine mit Puffer gefüllte Kammer und es wird eine Spannung angelegt und der PCR-Ansatz wird dann mit Ladepuffer versetzt. In dem Ladepuffer ist dann Glycerin drin. Das ist wichtig, dass eben der Reaktionsansatz auch in die Tasche einsinkt und nicht irgendwo im Puffer umeinander schwimmt. Und es wird dann eine Spannung angelegt und die positiv geladenen DNA-Moleküle, nein, nicht positiv, da habe ich einen Schmarrn geschrieben. Phosphat ist ja negativ geladen. die DNA-Moleküle wandern dann eben zum positiven Pol. Wenn man sich jetzt da, dann kann man sich nochmal die Folge DNA anhören, da habe ich das alles genau beschrieben, wie das mit der DNA alles so ist. Und die DNA-Moleküle trennen sich dann der Länge nach auf und man kann dann eben eine Größenbestimmung machen und eben auch eine Konzentrationsbestimmung, wie groß eben das PCR-Fragment ist und ob eben alles geklappt ist, ob es noch Nebenprodukte gibt oder wie auch immer. Man trägt dann zusätzlich noch einen Standard auf, wo man eben weiß, wie groß die einzelnen Fragmente sind. Und dann kann man vergleichen, wie groß eben das ist, ob das alles geklappt hat, ob das alles gut ist. Die Färbung, die findet mit dem Farbstoff statt. Meistens nimmt man dann Ethidiumbromid. Und dann kann das eben im UV-Licht sichtbar gemacht werden. Das Ethidiumbromid ist interkaliert in die DNA und wenn es in der DNA interkaliert ist, dann ist es eben anregbar mit UV-Licht. Und deshalb, da es in die DNA interkaliert ist, ist das Ethidiumbromid auch giftig. Und deshalb wird im Labor da immer ein abgesperrter Bereich hergenommen oder neben die Gele laufen, wo dann eben nur da das Ethidiumbromid verwendet werden darf. Und man muss dann auch immer Handschuhe tragen und eben die ganzen Sicherheitsvorkehrungen einhalten, weil Ethidiumbromid eben giftig ist. Dann gibt es noch eine Weiterentwicklung zur PCR, nämlich die Real-Time-Quantitative-PCR. Denn die PCR ist eine Endpunktanalyse und man kann eben nicht feststellen, wie viele Kopien eben im Moment vorhanden sind. Und die Quantifizierung ist eben möglich, wenn man nach jedem Zyklus die Konzentration der gebildeten Produkte misst. Wenn man eben nach jedem Zyklus den Farbstoff hat und der dann interkaliert und dann misst man auch, wie viel Fluoreszenz ist jetzt im Moment da. Und da nach jedem Zyklus eben eine Verdoppelung der DNA eben stattfindet, kann man dann sehr genau auf die Konzentration der DNA am Anfang zurückschließen. Hier gibt es Möglichkeiten mit Cybergreen oder mit fluoreszenzmarkierten Primern, die dann eben kaputt gehen, wenn die dann im PCR-Produkt sind und wenn die Polymerase drüber schreibt, dann wird der kaputt gemacht. Also kann man dann auch entweder die Abnahme oder die Zunahme der Fluoreszenz dann nach jedem Zyklus messen. Für dieses Verfahren sind spezielle Geräte notwendig, die nennt man dann Lightcycler zum Beispiel. Im Nachhinein sind eben bioinformatische Auswertungen dann noch nötig, um dann die Daten zu extrahieren. Aber das ist im Moment ziemlich gut möglich und ja, ist eigentlich gängige Methode jetzt zurzeit im Labor. Okay, sehr cool. Ich versuche mich bloß gerade dran zu erinnern, wann ich meine letzte PCR gemacht habe. Ja, wenn man mit Proteinen arbeitet, braucht man das nicht.
Nee, dann lasse ich das die Zellen eben für mich machen. Die Produktion und DNA und alles. Ich lasse arbeiten. Weiß nur, dass man vorsichtig sein soll, wenn man mit humanen Proben arbeitet und da PCR macht, dann sollte man das am besten unter einer Hut und so vorsichtig pipettieren. Ja, na klar, weil wenn dann von dir irgendwelche Hautzellen reinfallen oder ja, irgendwelche Aerosole oder irgendwelche Dinge, dann kann es natürlich dazu falschen. Vervielfältigungen kommen. Was ich auch noch sagen wollte, ist, wenn man mit den PCR-Produkten dann weiterarbeitet, zum Beispiel um Klonierungen durchzuführen oder halt irgendwelche anderen Experimente, Transfektionen oder so zu machen, dann macht man meistens auch noch eine Sequenzierung des PCR-Produkts, dass man auch wirklich weiß, dass keine, also keine Einzelbasenaustausche stattgefunden haben oder dass da keine Mutationen drin sind. Dass man eben da keine Fehler eben dann weiterführt im Experiment. Und am Ende tut man das eben sequenzieren, dass man auch wirklich sicher ist, dass man am Ende wieder das hat, was man am Anfang eingesetzt hat oder was man auch will dann. Okay, sehr cool. Sehr, sehr cool. Also hätte es nicht besser machen können. Danke, Dominik. Bitte, bitte. So viel, Ehre, wem Ehre gebührt. So viel Harmonie in der 10. Folge hätten wir ja gar nicht. Ja, es wird langsam langweilig. wissenschaftliche Streitereien brauchen wir. Ja, wir brauchen mehr Diskurs. Ja, genau. Gut, dann so viel zum biologischen Grundlagenthema. Dann mache ich jetzt dann weiter mit einem mit meinem Paper. Und ich schicke gleich vorweg, da haben wir gestern und heute auch noch lange drüber diskutiert. Kann sein, dass ich mich mit dem Paper ein bisschen verrannt habe, dass es nur ich geil finde, aber dass es so die Hälfte der, die Großteil der Audience nicht so interessant findet, aber ich probiere es trotzdem. Also ich finde es trotzdem sehr, sehr cool. Es ist ein Paper von der Gruppe um Josh Kuhn. Die sind in Madison, Wisconsin. An der University of Wisconsin eben, und das ist ein relativ bekanntes und großes Proteomics-Labor, und die eben Proteomik-basierte, also Massenspektrometrie-basierte Proteomik machen. Und die haben ein Paper veröffentlicht im Jahr in Science, ein Brief Communications in Nature, was war's? Nature Methods, Entschuldigung, Brief Communications, und zwar Januar 2013. Das ist ein bisschen her schon, aber ich finde es trotzdem immer noch sehr, sehr cool, was sie da gemacht haben. Und der Titel des Paper ist Neutron Encoded Mass Signatures for Multiplexed Proteome Quantification. Und wir wollen den Erstautor ja nicht unter den Tisch fallen lassen, das ist der Alexander Hebert. Mit dem habe ich auch schon mal telefoniert, der ist sehr nett. Genau. Ich will um das Paper, also Neutron Encoded Mass Signatures for Multiplexed Proteome Quantification. Das ist sehr technisch, deswegen muss ich da jetzt ein bisschen ausholen. Erst einmal müssen wir uns die Frage stellen, was macht ein Massenspektrometer? Also das ist die Technik und das Gerät, was sie hier benutzen. Und ein Massenspektrometer macht nichts anderes, als es das Masse-zu-Ladungsverhältnis der Analyten, die ihr bekommt zur Analyse, zu messen. Da gibt es dann verschiedene Analysatoren, aber das spielt jetzt erstmal für uns keine Rolle. Grundsätzlich zu merken, Masse zu Ladungsverhältnis. Und es wiegt quasi die Analyten. Also es ist eine molekulare Waage, wenn man das ein bisschen cheesy ausdrücken möchte. Und jetzt hatten wir letztes Mal in unserer Sonderfolge, hatte ich schon erwähnt, dass je besser die Auflösung ist, desto besser sieht man die Unterschiede. Und desto genauer können dann eben bestimmte Massen voneinander unterschieden werden. Also hohe Auflösung, Unterscheidung der kleinsten Massenabstände. Das merken wir uns mal. Und jetzt, wie und identifiziert jetzt ein Massenspektrometer Proteine? Gibt es den sogenannten Bottom-up-Approach. Das heißt, ich isoliere mir alle Proteine aus einer Zelle und zerhackstückel die mit einer Protease. Meistens ist es Trypsin in unserem, also das ist so Standardenzym. Und die werden dann verdaut, und zwar in kleine Peptide. Das heißt, ich habe jetzt aus ungefähr, sagen wir, 18.000 Proteinen oder 15.000 bis 18.000 Proteinen, was in so einer Zelle vorkommen können. Lassen wir mal die ganzen Isoformen und so, was drin sind, alle weg. Die zerschneide ich jetzt in Peptide, die so zwischen, die massenspektrometrisch interessant, zwischen 7 und 15 Aminosäuren lang sind oder 20 vielleicht, wenn es schlimm, wenn es groß wird. Das heißt, ich mache da eine super, super komplexe Mischung draus, also mit über 1 Million Peptide, was man sich so vorstellen kann, was dann in einem Analyserun drin ist. Und das MS-Gerät geht jetzt so vor, dass es hat jetzt mehrere Scan-Ebenen, das ist der sogenannte MS-1-Scan. In diesem MS-1-Scan analysiert es alle intakten Massen an Peptiden, die gerade runterkommen.
Also wie gesagt, ich hab Proteine, zerschneide die in Peptide, sprühe die in meinen Massenspektrometer und das Massenspektrometer bestimmt davon dann von diesen Peptiden die Masse. Gut, also die intakten Massen der Peptide in diesem MS1-Scan setzen sich dann eben aus den Massen der einzelnen Aminosäuren in diesen Peptiden zusammen. Und wir wissen ja, aus der Folge Aminosäure oder Proteine, dass wir da verschiedene haben und dann haben wir eben eine Vielzahl an Massen, die wir praktisch im Bereich von 7 bis 20 Aminosäuren, was man dann kombinieren kann. Und manche sind sich eben ähnlicher in ihrer Endmasse dann als andere. Und das kann das Massenspektrometer unterscheiden. Im sogenannten MS1-Scan ist es, wie gesagt, die intakte Peptide, dann kommt, darauf folgt dann der MS2-Scan in dem Massenspektrometer. Und hier in diesem MS2-Scan setzt sich dann das Massenspektrometer, wählt dann eine der intakten Peptidmassen, die es sieht, aus und bricht diesem Peptid das Rückgrat. Also regt dieses Peptid elektrisch an, dass die schwächsten Bindungen in diesem Molekül brechen und das ist in dem Fall die Peptidbindung. Und dann habe ich am Ende, bekomme ich dann Massen in diesem MS2-Scan, die einzelnen Abschnitten in dem Peptid entsprechen und aus diesen Abständen kann ich dann wiederum auf die Aminosäuren zurückschließen. Ich hoffe, das ist soweit klar. Also ich breche praktisch das in einzelne, ich nehme praktisch ein Lego-Haus, habe erst ein komplettes Lego-Haus und dann nehme ich es in seine einzelnen Bestandteile zusammen und aus den Bestandteilen, dadurch, dass ich weiß, was dann drin war, weiß ich, was es war. Also anhand der, dadurch kann ich die Aminosäure-Sequenz des Peptids ableiten und gewinne quasi die Sequenzinformation. Und dann wird es wichtig, weil dann gehen wir über Datenbank suchen. Vergleichen wir dann diese experimentellen Daten, die wir haben, mit den theoretischen Daten, die wir aus dem Massenspektrometer bekommen und im Endeffekt machen wir dann eine Peptididentifizierung und anhand der Peptididentifizierung können wir dann das Protein identifizieren, das da war. Deswegen bottom-up, also wir drehen den Eimer einfach quasi um oder gehen von hinten nach vorne und identifizieren so Proteine. Das als grober Überblick, wie das überhaupt funktioniert. Dann der nächste Schritt ist, wir wollen ja auch quantifizieren. Und wie quantifiziert jetzt so ein Massenspektrometer? Weil identifizieren ist langweilig. Ich meine, das war jetzt bei der PCR genau das gleiche Thema. Wir wissen, wir vervielfältigen einen Abschnitt, aber am Ende will man dann doch wissen, wie viel waren da, zum Beispiel im Vergleich auch zu einem anderen Genabschnitt. Da unterscheidet man wieder MS1-basierte Quantifizierung. Das funktioniert anhand der Signalstärke, dass das intakte Peptid in meinem Massenspektrometer dann abgeleitet hat. Und da ist ein Ansatz, zum Beispiel verschiedene Experimente miteinander zu kombinieren in einem Experiment, sogenannte Stable Isotope Labeling in Through Amino Acids in Cell Culture, kurz SILAC. Das heißt, ich ziehe meine Zellen in einem Medium hoch, das Isotopen, stabile Isotopen gelabelte Aminosäuren hat. Dadurch induziere ich einen Massenshift, einen künstlichen und habe am Ende zum Beispiel von einem Peptid drei Farben nennt man das. Die sind dann, also ich habe dreimal das gleiche, ein MS1-Signal, das vom Peptid her, von dem gleichen Peptid stammt, aber dadurch, dass ich einen künstlichen Massenunterschied einfüge, dadurch, dass ich die drei Zellen zum Beispiel, da Zellen in unterschiedlichen Medien wachsen lasse, kann ich die hinterher unterscheiden. Bei einem SILAC-Approach wird in der Regel ein Massenshift von plus 4 eingeführt. Das hat den Grund, dass das MS das dann hinterher für den MS2-Scan leichter isolieren kann und da nicht andere Signale mit reinkommen. Und deswegen braucht man dann einen größeren Unterschied, dass einfach die Isolierung gut läuft für den MS2-Scan, weil ich will ja nicht die Signale der anderen intakten Peptide im MS2-Scan hat. Und dann wird darüber die Identifizierung durchgeführt und am Ende dann eben über das MS1-Signal quantifiziert. Ein Vorteil von diesem sogenannten metabolischen Labeling ist, dass es sehr präzise ist, da ich die Proben quasi nach der Zellkultur kippe ich die sofort zusammen und kann den ganzen Probenaufbereitungsprozess, der läuft komplett durch, mit allen Proben zusammen. Das heißt, wenn ich da was verliere, verliere ich das für alle Proben gleich und so weiter und so fort. Ein Nachteil ist, dass es erstens aktuell nur drei Farben benutzt werden, was nicht daran liegt, dass man nicht mehr herstellen könnte, aber dass man muss sich das vorstellen. Ich habe schon vorhin erwähnt, aus einer Zelllinie kann ich theoretisch 1 Million Peptide generieren, die ich analysieren möchte. Und wenn ich natürlich jetzt drei Zellen zusammenkippt, die alle dann noch Massenshift haben, habe ich am Ende 3 Millionen. Das heißt, das Massenspektrometer hat auch nur eine bestimmte Geschwindigkeit. Es ist dann einfach krass überfordert. Das heißt, ich identifiziere quasi dadurch, dass ich für jedes einzelne Signal, das immer wieder identifizieren muss, am Ende weniger, bekomme ich einfach weniger Identifizierungen.
Also ich überfordere mit mehr Farben, Punchline, ich überfordere mit mehr Farben. Bei Silek würde ich das MS-Gerät überfordern. Jetzt könnte man sagen, gut, dann mache ich halt eine Quantifizierung auf MS2-Ebene, weil dann ändert sich die MS1-Signalkomplexität nicht. Dadurch gibt es auch viele Möglichkeiten. Dadurch gibt es chemische Modifizierungen. Das heißt, ich isoliere meine Peptide, wieder in meinem Drei-Experimente-Ansatz, kipp sie nicht zusammen, weil ich sie jetzt noch nicht unterscheiden kann, verdause und erst auf Peptidebene werden die gelabelt mit den verschiedenen Farben und dann kippe ich sie zusammen. Und der Trick an diesen Labeling-Methoden ist eben, dass das nicht die MSA, also es verschiebt die MS1-Masse von allen drei Peptiden in diesem Experiment, ja, aber alle mit der gleichen Weise. Und jetzt würde das Signal unterscheidet sich erst, wenn ich praktisch das Rückgrat der Peptide breche, dann bricht auch mein Labeling. Und das, je nachdem, woher das Label kommt, aus welchem Experiment, A, B oder C, gibt es mir ein anderes Signal. Und anhand der Signalstärke im MS2 quantifiziere ich. Das hat den Vorteil, dass ich aktuell zum Beispiel bis zu 10 Experimente kombinieren kann in einem Ansatz. Ich bekomme die gleichen Identifizierungen, weil mein MS1, ich überfordere das Massenspektrometer damit nicht. Ein Nachteil, den sie hier in dem Paper anbringen, ist, dass natürlich, wenn ich unsauber diese MS1-Signale isoliere, dann bekomme ich so einen genannten Interferenz. Das heißt, ich kriege MS2-Quantifizierungssignale von anderen Peptiden, die ich versehentlich mit isoliert, das was einfach gar nicht mein Ziel war, mit rein und dadurch wird meine Quantifizierung unsauber. Das war 2013. Nun kommen wir zum Paper. Was machen die? Sie stellen einen, sie nennen ihn freshen Ansatz zur Proteinquantifizierung vor, nennen ihn NewCode. Die Grundidee hierbei ist, dass man den sogenannten Massendefekt der Isotope ausnutzt. Du weißt, Stefan, dass sich C12 und C13 Isotop praktisch in der Masse plus 1 unterscheiden. Jetzt, wenn man genau hinguckt, ist es nicht nur plus 1, sondern sind es eigentlich 3,3 Millidalton, also Dalton ist eine Masseneinheit, also 3,3 Millimasseneinheiten. Und das kann man sich zum Beispiel jetzt auch bewusst machen, wenn man sich anschaut, dass wenn ich in einem normalen Experiment, in einem normalen MS-Experiment auf MS1-basierte Quantifizierung, wenn ich da eine künstliche Aminosäure herstelle, die 6 C13-Atome enthält und 2 Stickstoff-15-Isotope, dann habe ich einen Massenschiff von plus 8. Wenn ich theoretisch, wenn ich das mit dem Wasserstoff-Isotop mache, dann habe ich auch einen Massenschiff von plus 8. Jedoch bei dem Kohlenstoff- und Stickstoff Kombination habe ich einen Massenschiff von plus 8,0142, wohingegen ich beim Wasserstoff einen Massenschiff von 8,0502 halte. Also ich bin quasi 0,04 Dalton unterscheiden sich diese dann doch. Jetzt, wenn du dich an den Anfang erinnerst, was ich erzählt habe, dass Auflösung bei Massenspektrometern ganz wichtig ist, könnte man jetzt auf die Idee kommen, wenn ich jetzt meine also mit aktuellen High-Performance-Massenspektrometern kann ich eine Auflösung erreichen von über 500.000, die mir diese Massen unterscheidet. Das dauert, die Analyse in dem Fall dauert ein bisschen länger, aber ich kann dann diesen Massenunterschied unterscheiden, ob es sich nun um 6 C13 und 2 N15 handelt oder um 8 Wasserstoffatome. Das kann ich unterscheiden. Dadurch könnte ich praktisch eine Probe, die mit diesen C13 N-Stickstoffmethode oder mit dem Wasserstoff gelabelt ist, könnte ich die in so einem Scanner auf MS1-Ebene unterscheiden. Das ist wichtig. Und darauf basiert dieser NewCode-Approach, dass ich eben diesen Massendefekt in den Isotopen mir zunutze mache. Und der Ablauf ist jetzt hier ein bisschen anders als bei einem normalen MS-Experiment. Ich mache wiederum einen MS1-Scan mit niedriger Auflösung, der mir diese Unterscheidung der Isotopen oder der NewCodes nicht erlaubt. Dann wählt das Massenspektrometer das intakte Peptid aus, macht eine MS2-Identifizierung. Parallel dazu, weil das passiert in dieser Art von Geräten zum Beispiel in unterschiedlichen Orten, wird ein MS1-Scan durchgeführt mit 480.000 Auflösungen, also fast 500.000 Auflösungen, wo ich dann eben die unterscheiden kann. Und darauf basiert dann, ich habe einmal meine Identifizierung und meine Quantifizierung. Das heißt, die kombinieren hier so das Beste aus diesen MS1- und MS2-basierten Welten.
Hast den Vorteil, dass du keine Interferenz durch die Q-Isolierung bekommst. Du hast keine hochkomplexen MS1-Spektren, weil in dem Niedrigauflösungsscan sieht es für das MS genau gleich aus. Und dadurch hast du halt diese Vor- und Nachteile von beiden Methoden nicht. Und du kannst theoretisch, wenn du nur auf hoch genug Auflösung, also theoretisch sind aktuell bis zu 9 Plex, also 9 Experimente gleichzeitig nötig. Das ist möglich. Das ist 3-mal mehr als beim aktuellen SILEC-Approach. Und aber nicht eben mit den Nachteilen des SILEC-Approaches oder des SILEC-Ansatzes. Und das fand ich damals eigentlich ziemlich, ziemlich cool, wenn man sich allein überlegt, dass sie dieses, also wie man durch du bringst ein MS-Gerät oder ein aktuelles Gerät so an dein Limit, dass du dann quasi diesen Massendefekt der Isotope sehen kannst. Das fand ich das eigentliche Coole an diesem Ansatz. Aber wir müssen das jetzt in der heutigen Zeit, also ungefähr 3 Jahre später sehen. Zur damaligen Zeit waren MS1-basierte Quantifizierung so bis zu 8 möglich. Aktuell sind wir bei 10 Plex MS2-Quantifizierungen. Es ist super weit verbreitet, dass 10 Plex MS2 quantifiziert. New Code ist sehr schwer ins Feld gekommen. Ich wüsste jetzt aktuell nicht, dass irgendeine größere Studie, die darauf beruht. Noch eine technische Entwicklung kam dazu. Es wurden Methoden entwickelt, die den MS-Geräten erlaubt haben, die in MS1-Peaks besser zu isolieren, also dadurch weniger Interferenz in den Signalen zu bekommen. Was natürlich ein Hauptargument dieses Papers war, warum man das anders machen sollte. Und jeder, der schon mal mit SILEC-Medium gearbeitet hat, weiß, dass SILEC-Medium extrem teuer ist. Und wenn man jetzt natürlich noch feinere und noch genauere Unterscheidungen bei den Medien braucht, kann man sich vorstellen, dass das Ganze nicht ganz billig wird. Zusätzlich, manche Experimente lassen sich halt eben nicht mit dieses metabolische Labeling machen. Also es gibt einfach Ansätze, die das nicht erlauben, wo das dann einfach wegfallen würde. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem cool, was möglich ist, wenn man die Technik an ihre Limits führt. Und ich hoffe, das konnte ich jetzt so ein bisschen rüberbringen, warum ich das so interessant fand. Und ja, das war es von meiner Seite zu dem Paper. Ich glaube schon, dass man das gehört hat und da läutet auch schon die Uhr im Hintergrund, dass du fertig bist. Das ist sehr gut. Und jetzt haben wir ja dieses Mal schon MS gehabt und letztes Mal schon MS und irgendwie ist es so ein, ja, du arbeitest ja auch täglich damit. Ich glaube, wir müssen mal eine Sonderfolge, was heißt eine Sonderfolge, aber mal, ja, in den Grundlagen das auch ziemlich bald mal anreißen. Gerne, gerne. Und die ganzen Grundlagen dazu irgendwie erklären, weil sonst, ja. Ich hoffe, die Uhr hat mir jetzt nicht zu laut gehört. Das macht Auphonic schon weg. Okay, sehr gut, Auphonic. Daumen hoch. Okay, können wir gerne mal zum Grundlagenthema machen, auf jeden Fall. Dann kann ich da auch ein bisschen genauer auf die Analysatoren und so eingehen. Das war jetzt nur ein ganz grober Abriss und das, ja. Aber jetzt genug zu meinem Thema. Jetzt hast du nämlich noch ein cooles Paper rausgesucht. Ja. Und dann würde ich an dich gleich übergeben. Ja, mein Paper ist jetzt nicht so in die methodische Tiefe. Ich würde da mehr ein bisschen auf die biologischen Zusammenhänge eingehen und ist auch ein bisschen kürzer. Aber ich glaube, das ist jetzt nach dem langen Abschnitt auch ganz gut. Das Paper heißt This Common Period Pain Medication Reverses Alzheimer's Symptoms in Mice. Also das heißt, dieses gebräuchliche Schmerzmittel gegen Regelschmerzen macht die Alzheimer-Symptome rückgängig, und zwar in Mäusen. Das war in Nature Communications am 11.08.2016, das ist Open Access, und das war von der University of Manchester. Der erste Autor ist Michael Daniels, und es war im Labor von Catherine Lawrence und David Brough. Und zwar geht es da um das Schmerzmittel Mefenamic-Säure oder Mefenamic Acid, wie auch immer. Und das wird normalerweise gegeben, wenn es eben zu Regelschmerzen kommt. Und das hat eben einen nicht kleinen Seiteneffekt. Und zwar tut es auch die Symptome von Alzheimer in Mäusen aufheben. In Mäusen gibt es ein etabliertes Modell eben so mit Alzheimer-Symptomen und so weiter und so fort. Und diese Mäuse wurden einen Monat lang eben mit diesem Medikament behandelt. Und danach konnte man feststellen, dass eben der Verlust an Erinnerung und die Entzündung, die bei Alzheimer auftreten, total aufgehoben wurden.
Und wenn man das dann auf den Menschen überträgt, dann wäre das im Prinzip ein neuer Ansatz, Alzheimer zu heilen, sogar wenn die Symptome schon aufgetreten sind. Also die haben das ja schon in einem etablierten Alzheimer-Modell gemacht. Also Alzheimer war schon ausgebrochen, die haben schon die Symptome von Verlust an Erinnerungen und Entzündungen im Hirn und alles weiter. Und ja, auch da konnten sie den Effekt wieder zurücksetzen. Und das Team denkt, oder es ist in der Literatur bekannt, dass Alzheimer mit Entzündungen im Gehirn einhergeht, die im Gehirn auftreten. Und diese Entzündungsregulationswege werden eben durch das Mefenamic adressiert und eben wird die Entzündung gestoppt. Mäuse werden häufig als Labortiere in solchen Medikamentenstudien verwendet, und weil sie haben 97,5% der genetischen Info mit den Menschen gemeinsam. Und sie sind leicht zu halten, sie haben eben so eine kurze Generationszeit, deshalb kann man viele Experimente mit diesen Mäusen machen. Und das macht sie eben gute Teilnehmer in so Medikamentenstudien. Aber trotz dieser Gemeinsamkeit gibt es eben Unterschiede in den Mäusen. Zum Beispiel regulieren Menschen und Mäuse Gene anders, also verschiedene Gene anders. Und deshalb sind oft Medikamente, die in Mäusen wirken, in Menschen wirkungslos. Das Gute an diesem Medikament ist jetzt, dass es eben schon als Medikament zugelassen ist. Das heißt, man kann sich die ganzen Nebenwirkungsexperimente vermutlich sparen. Und die Zulassung von diesem Medikament kann eben beschleunigt werden. Und das ist eben bei diesen Alzheimer-Forschungen, ist das eben ganz gängige Methode, dass man sich eben Schmerzmittel oder schon etablierte Medikamente ansieht und dann schaut, ob die auch bei Alzheimer einen positiven Effekt haben. Und ja, das ist eben ganz cool, weil, ja, wie gesagt, man hat dann schon die Nebenwirkungstests und man hat schon die Mäuse getestet und so weiter. Und von dem her kann man sich dann vielleicht viele Experimente und viele Schritte sparen und kommt dann effizienter und billiger zum Ziel am Ende. Ja, das war eigentlich schon das, was ich dazu sagen wollte. Denn das Paper ist auch recht kurz. Die sagen, ja, hier ist es diese Verbindung und die führt eben zum Aufhebung dieser Effekte und macht Alzheimer wieder besser. Okay, genau. Ich meine, muss man oft nicht lang drum. Ach, und das ist Open Access, habe ich gesehen. Genau, Open Access, ja. Man kann sich das also anschauen. Ja. Ich finde aber bei so Mäusenexperimenten immer einfach cool, weil Kollegin von mir hat das mal gemacht, wie die das testen, so der Erinnerung und sowas, wie das dann, wie gesagt, getestet wird an bestimmten Modellen und was für experimentelle Setups die haben und mit Kameras, wie er dann den Laufweg verfolgt und so. Es ist schon ziemlich interessant zur Verhaltensforschung auch. Ja, man muss halt, also man kann die Mäuse ja nicht fragen, man muss sich dann halt immer so indirekte Tests überlegen und ja, dass man dann halt am Ende das rauskriegt, was man will. Ja gut, aber es ist halt zum Beispiel auch, es ist so klassische Experimente oder so, also Fälle, wo man sagt, okay, ich sehe jetzt in einem Medikament, das sich für Krankheit A entwickelt, dass es auf einmal einen guten Zusammenhang oder einen guten Effekt auch auf B hat. So, der Klassiker ist ja die kleine blaue Pille, war das nicht auch erst ein Herzmedikament oder so? Ja, bei dem Medikament war es halt jetzt so, dass es halt für Regelschmerzen eingesetzt wurde. Und Alzheimer kommt ja häufig in den Patientinnen, die Regelschmerzen haben, nicht vor, sondern erst später. Und dann hat es halt in einer anderen Lebensphase halt vielleicht eine andere Wirkung. Und das ist dann ja auch, muss man dann auch erstmal rausfinden, ne, dass man dann das dann wann anders hernimmt. Stimmt, das ist ja nicht so. Also man konnte man konnte das jetzt nicht zufällig am Patienten beobachten, dass es auch hilft, genau, weil es da ja nicht mehr eingesetzt wird. Stimmt, weil das ist ja nach der Menopause, der größte Teil der Alzheimer-Patienten hat die Menopause schon hinter sich und somit konnte man das ja vorher quasi am Menschen gar nicht sehen. Ja, genau. Ah, okay. Sehr cool. Ja. Mal gucken, wieder ein Thema, nur kurz anzureißen, um hier gleich einen Shitstorm auf uns loszutreten, so eine Befürwortung der Tierversuche. Warum man, manchmal sind sie einfach nicht darauf zu verzichten oder kann man nicht darauf verzichten. Ja. Gut, so viel zu dem Thema. Ja, sind schmerzlos. Genau, also schmerzlos dank dem Medikament für die Frauen dann. Das auch, ja. Ach, diese Überleitung immer, Hammer. Also ich bin ehrlich begeistert von deinem Paper. Apropos Überleitungen. Kommen wir doch zum Herrn Paul Ehrlich. Auch eine ehrliche Überleitung, unserem aktuellen Nobelpreisträger. Paul Ehrlich wurde geboren 1854 in Strehlen, das ist in Schlesien, und ist dann 1915 in Bad Homburg vor der Höhe in Hessen gestorben. Er erhielt den Nobelpreis in Physiologie und Medizin 1908, und zwar zusammen mit dem Russen Metchnikov,
Und zwar für die Begründung der Immunologie. Also da kann man gleich jetzt sehen, wo dann die Reise später in im wissenschaftlichen Teil hingeht. Kurzen Einschub zum Thema Immunologie in dieser Zeit. Es war anscheinend ein sehr großes Ding, da Anfang des 20. Jahrhunderts ungefähr 6 der 8 damals vergebenen Nobelpreisträger den Medizin-Nobelpreis im oder im Zusammenhang mit immunologischen Fragestellungen erhalten haben. Darunter halt ja auch die ganzen Deutschen, die wir erwähnt haben, Robert Koch, Emil von Behring und das Ganze. Und speaking of the devil, Emil von Behring, Robert Koch und Paul Ehrlich, das waren zu der Zeit, die lebten alle so zur gleichen Zeit oder überschnitten sich auch stark in ihren Gebieten, wo sie dann oder Forschungsinstituten, wo sie waren. Zum Beispiel Paul Ehrlich arbeitete auch für Robert Koch. Und die waren recht gute Freunde. Also es waren ziemlich coole Kumpel und jetzt musst du mir vorstellen, dass so ein Triumvirat an Freunden, die alle den Nobelpreis gewinnen. Das ist die schon Nobelpreis-Gang. Die Nobelpreis-Gang, ja. sehr cool. Es kommen gerade so Bilder so hoch, wie sie dann drahocken und Schafkopfen und sich aufregen über, weil der eine, ach, egal. Genau, kurz zu seinem Leben von Paul Ehrlich. Sein Vater und Großvater waren beides Likör- und Schnapsfabrikanten. Unter anderem, aber auch waren sie an der Lotterie beteiligt und ja, also hatte einen chemischen Background, wenn man das so im weiteren Sinne sagen möchte. Er hat 1872 sein Abitur in Breslau gemacht, hat dann auch in Breslau Medizin studiert und wurde dann 1878 in Berlin in der Charité in Leipzig promoviert, und zwar von Kohnheim, einem Begründer der Mikroskopie. Und arbeitete dann danach an der Charité in Berlin und wurde da 1882 Professor. Er hat 1883 geheiratet, und zwar die Hedwig Pinkus. Und Gerüchte besagen und auch Tatsachen, wenn man sich so eine Lebensstil anschaut, dass er eine relativ große Mitgift damit bekommen hat. Was dann auch, kurz angerissen, ihm erlaubt hat, auch mal zu sagen, hey, ich habe jetzt keinen Bock mehr hier auf die Uni, ich mache jetzt freie Forschung und mache das so hobbymäßig. Das hat ihm praktisch er konnte sich dann trotzdem noch 3 warme Mahlzeiten am Tag leisten, obwohl er nicht gearbeitet hat. Hat dann eben, wie gesagt, 1908 seinen Nobelpreis erhalten. Und kleine Randnotiz, er war 1914 einer der Unterzeichner des Aufrufs an die Kulturwelt. Das war eine Propagandaschrift zum Ersten Weltkrieg, und zwar mit sehr nationalem und deutschnationalem Gedankengut. Also das so, ja, war einfach, glaube ich, der Zeitgeist in dem Fall. Und 1915 erliegt er dann einem Herzinfarkt, und der damalige Kaiser Wilhelm II. Hat da sogar ein offizielles Beileidstelegramm losgeschickt. Und warum der da involviert war oder was er mit Paul Ehrlich zu tun hat, dazu kommen wir am Ende von seiner Lebensforschungsleistung. Jetzt dann zum Thema Forschung. Was hat Paul Ehrlich gemacht? Er hat unter anderem schon während seiner Doktorarbeit bestimmte Fermi-Methoden im Bereich der Hämatologie, also der Blutforschung, entwickelt und unter anderem neue Zellarten beschrieben unter den Plasmazellen. Da hat er welche gefunden, die so eine gewisse Körnung hatten, und nannte die Mastzellen. Und die nennt er Mastzellen oder sind heute noch Mastzellen, weil er das als Zeichen besonders guter Ernährung gewertet hat, wenn jemand viele Mastzellen hat. An der Charité in Berlin, immer noch im Bereich der Färbemethoden, hat er dann weitergearbeitet und dazu beigetragen, weiße Blutkörperchen zu differenzieren mit Hilfe der Trockenpräparation und Verwendung neuer Farbstoffe, und konnte dadurch zum ersten Mal Lymphozyten von Leukozyten abgrenzen und hat da den Grundstein für die Diagnostik von Blutkrankheiten wie Leukämie gelegt, wo man dann einfach verschiedene eben weiße Blutkörperchen ausgezählt hat. Des Weiteren hat er sich dann auch mit der Analyse von roten Blutkörperchen beschäftigt und dann auch eben da den Grundstein für die Anämie-Diagnostik gelegt. Und heutzutage wird immer noch für die Urinanalytik des Ehrlichs Reagenz, zum Beispiel vom Nachweis von LSD und anderen Stoffen, benutzt. Dann hat er auch im Bereich der Serumforschung gearbeitet, also immer noch im Zusammenhang mit Blut. Er hat Versuche mit Rizin durchgeführt an Mäusen und hat eben festgestellt, dass die Immunisierung der Muttermaus übertragen werden kann auf die Nachkommen, und zwar über den Blutkreislauf. Und konnte dann eben zeigen, dass die Mäuse, Babys immun sind, einerseits über den Blutkreislauf und auch über die Muttermilch. Also er hat einmal gezeigt, dass wenn die Muttermilch bekommen, dass sie immer noch immun sind, obwohl sie nicht mehr mit dem Blutkreislauf der Mutter verbunden sind.
Dann kommen wir wieder zurück zu Paul Ehrlich, Emil von Behring und Robert Koch. Robert Koch hat nämlich die Zusammenarbeit von Paul Ehrlich und Emil von Behring vermittelt, um das Diphtherie-Heilserum zu entwickeln, das wir damals im Zusammenhang mit von Behring schon angesprochen haben. Und die hatten das erfolgreich entwickelt. 1894 kam das dann auf den Markt und wurde durch die Höchstfarbwerke dann vertrieben. Und allerdings zerbrach dann die Freundschaft von Ehrlich und von Behring an dieser Sache, weil irgendwie nicht ganz klar geregelt war, wer wie viel getan hat und wie viel Geld dann bekommt. Und es ist so berichtet, dass sie ab 1900 dann zum Beispiel gar nicht mehr miteinander geredet haben. Jo. Dann dieses Medikament, diese neue Art von Medikament in diesem im Rahmen dieses Diphtherie-Medikaments, was sie auf den Markt gebracht haben, hat dann dazu geführt, dass man da so eine Grad Qualitätskontrolle einführen musste. Und quasi die Wertbestimmung von Sera nannte man das. Und da hat ab 1895 durfte damals kein Serumpräparat mehr auf den Markt kommen, das nicht staatlich geprüft wurde. Und die Qualitätssicherung hat damals eben auch unter der Aufsicht von Paul Ehrlich stattgefunden. Und er hat dann bestimmte Standards eingeführt, wie zum Beispiel, dass wenn ich dieses Serum einem Meerschweinchen gebe und das nicht nach 4 Tagen irgendwie stirbt, dann ist es nicht wirksam, zum Beispiel. Also nur ganz kurz angeschnitten. Des Weiteren hat er auch die Grundlage der humoralen Immunantwort eben begründet, dadurch, dass er die Seitenkettentheorie aufgestellt hat, wo er quasi über Antikörper theoretisiert hat oder bestimmte Moleküle, die eben mit Giften interagieren. Das heißt, wie gesagt, der Nobelpreis für Immunologie war schon, denke ich, sehr gerechtfertigt, wenn man sich überlegt, was er alles getan hat. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Abschnitt. Er hat dann auch sich sehr stark in der Krebsforschung engagiert. Und denn die Witwe von Kaiser Friedrich III., also der Mutter von Wilhelm II., die Victoria, die erkrankte an Kehlkopfkrebs. Und deswegen wurde ihm dann von Kaiser Wilhelm II. Dem Auftrag erteilt, seine gesamte Forscherkarriere oder seine ganze Forschung auf die Krebsforschung zu fokussieren. Und das hat er dann auch gemacht und hat dann zum Beispiel die Chemotherapie erfunden. Und hat dann zum Beispiel durch Vitalfärbung und Injektionen von verschiedenen Farbstoffen in lebende Organismen konnte dann bestimmte Zelltypen eben nachweisen und hat dann zum Beispiel, also die Vitalfärbung lief so ab, er hat verschiedene Farbstoffe in lebende Organismen im Rahmen der Krebsforschung injiziert und hat nach dem Tod dann eben der Versuchstiere festgestellt, dass verschiedene Organe verschieden angefärbt wurden. Und dadurch konnte er praktisch Rückschlüsse auf den Sauerstoffverbrauch in dem Gewebe feststellen, weil diese Farbstoffe dann eben, wenn sie da waren oder nicht da waren, reduziert oder oxidiert wurden und dadurch eben farbig oder nicht farbig wurden. Und hat dann auch entdeckt, dass man mit Methylenblau zum Beispiel die Aktionen von Mersenzellen anfärben kann und hat sich dann überlegt, wenn ich damit was anfärben kann, kann ich das damit auch vielleicht töten und hat dann zum Beispiel Plasmodien mit Methylenblau angefärbt und konnte da einen Teil von mal sehen, dass er ein paar töten konnte und ein paar nicht. Und er hat für mich interessant, aus meinem chemisch-biologischen Hintergrund, er hat die Grundlage eines sogenannten Screening-Verfahrens gelegt. Das heißt, er hat für eine bestimmte Krankheit verschiedene Stoffe getestet auf ihre Wirksamkeit und davon dann abgeleitet. Also er hat nicht ein Krankheitsmodell gehabt und dann verschiedene Stoffe getestet und geschaut, welcher Stoff wirkt als Screening-Ansatz. Und dadurch wurde das Salvarsan entdeckt 1910, das gegen Syphilis half. Und das war quasi das erste systematisch entwickelte Therapeutikum. Alles im Zusammenhang mit den Höchstfarbwerken hing das alles zusammen. Und das ganz lustig zu diesem Medikament, als das etabliert wurde und auf den Markt kam, gab es einen riesen Aufschrei in der Bevölkerung, weil Syphilis weiß man ja, wie das übertragen wird, durch Händeschütteln zum Beispiel, zwischen Mann und Frau, nicht anderes. Zwinker, zwinker. Und das gab eben große Kritik in der Bevölkerung, weil man Angst hatte, dass es eben zur Enthemmung führt. Zu gehäuften Händeschütteln kommt. Genau, zu gehäuften Händeschütteln in irgendwelchen Hinterhöfen kommt und ja. Das war jetzt viel Input über Paul Ehrlich, aber ich glaube, das war es wert. Als Punchlines möchte ich, dass ihr mitnimmt. Er hat verschiedene Färbemethoden entwickelt zur Unterscheidung von Blutzellen und zur Diagnose, hat Therapie gegen Syphilis
auf den Weg gebracht und die Begründung der Chemotherapie und in Zusammenhang mit Emil von Behring, aus dem man aus der unserer Folge Nummer 2 kennt, das Heiserum gegen die Diphtherie entwickelt. Und ja, das war's von mir zu Paul Ehrlich. Sehr gut, sehr nice. Sehr schöne Zusammenfassung. Dankeschön. Und es sind ja sonst doch einige Sachen dabei, die man ja auch heute noch kennt. Und das fand ich eben interessant und es wird, glaube ich, jetzt auch je weiter wir im, also vielleicht haben es manche schon gemerkt, wir nähern uns praktisch von den ersten zu den, von den ersten Anfängen des Nobelpreises zu, immer mehr in die heutige Zeit. Denke ich, das wird immer mehr und da wird man auch immer mehr kennen. Das stimmt wohl. Genau. Und dann haben vielleicht manche schon gemerkt, dass wir unsere Hausmeisterei und unsere alle jetzt noch gar nicht angesprochen dieses Mal. Und das wollen wir jetzt am Ende der Sendung nachholen. Und da würde ich gerne ansprechen, dass wir Feedback auf unserem Blog bekommen haben zur Folge Lipide. Da hat ein Kollege, ich habe jetzt leider den Namen nicht parat, ja, tragisch, hat uns kurz einen Hinweis dazu gegeben, wie diese, also da ging es in meinem Paper darum, diesen Ansatz kalter Kaffee gegen heißen Kaffee, was, wo ist mehr Koffein drin? Oder wie wirkt das Koffein unterschiedlich? Hat er einen sehr guten Beitrag uns gegeben, dass er gesagt hat, dass es eigentlich standardmäßig in der medizinischen Forschung und der Pharmakologie so ist, dass erst von der Nullhypothese ausgegangen wird. Das heißt, es wird gesagt, es gibt keinen Unterschied. Also das habe ich vielleicht nicht so ganz rübergebracht in meiner in der Folge, wo ich das besprochen habe, oder so ein bisschen belächelt vielleicht. Aber auf jeden Fall danke zu diesem Hinweis. Genau, ich habe einen Versuch gemacht, beziehungsweise ich bin auf Twitter unterwegs und ich habe jetzt angefangen, die Podcasts, die ich höre, beziehungsweise die ich empfehlen will, eben mit dem Hashtag Podcast Diary zu versehen. Und ja, wer auf der Suche nach neuen Podcasts ist, beziehungsweise wer wissen will, was ich so höre, der kann mal dem Hashtag auf Twitter folgen. Und wer Lust hat, kann seine Podcast-Empfehlungen auch mit dem Hashtag versehen. Dann kann man da so eine kleine Sammlung auf Twitter aufbauen und unter diesem Hashtag dann immer gucken, was so gehört wird. Und ja, wäre cool, wenn vielleicht der eine oder andere sich da anschließt. Dann vielleicht finde ich dann auch noch neue Sachen, die ich noch nicht kenne. Letztens habe ich zum Beispiel... Ist es auf Wissenschaftspodcast begrenzt oder bist du da auf... Na, auf alles. Auf alles. Okay. Alles, was ich so höre. Ja, bei Wissenschaftspodcast kann man auf wissenschaftspodcast.de finden und das ist quasi so die private Hörliste im Prinzip. Und ich habe auch den Anerzähler jetzt erst letztens entdeckt, den ich noch nicht kannte. Das ist auch ganz cool. Also ja, gibt immer noch neue Dinge zu entdecken. Sehr schön. Und dann hatten wir haben einen Retweet bekommen vom Icewalker von Methodisch Inkorrekt auf Twitter. Ja, richtig. Und unsere Statistiken sind explodiert. Der Hammer. Er hat die Sonderfolge retweetet zum Thema Doping. Wir saßen, glaube ich, den ganzen Tag, als das passiert ist, nur noch da und es kamen ständig irgendwelche Meldungen. Die Downloadzahl schoss unter die Decke und ständig kamen Retweet, Liked, Follows. Also Wahnsinn. An der Stelle möchten wir uns dafür riesig bedanken und vor allem, er hat es ja ehrlich gemacht, weil er die Folge gut fand, nicht weil er uns kennt oder so, weil er jetzt hier irgendeinen Gefallen uns geschuldet hat. Wir freuen uns da super riesig, wenn euch gefällt, was wir hier machen und das ist echt super cool. Das cool, hat uns riesig, riesig gefreut und total motiviert auch. Noch weiter. Genau, und auch danke für die iTunes-Bewertungen. Also das ist ja die Währung der Podcasts, was uns dann hilft, eben Sichtbarkeit zu gewinnen, also dann weiter aufzusteigen in den Rankings, dass uns andere Leute finden. Da möchten wir uns auch bedanken. Ja, genau. Wir haben insgesamt 10. 10 haben wir, ja, genau. Das ist ziemlich cool. Genau, dann wollte ich noch sagen, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann empfehlt uns weiter, folgt uns auf Twitter oder liked uns auf Facebook. Und wie der Dominik schon gesagt hat, wir freuen uns immer über Kommentare, Rezensionen auf iTunes und jede Art von Feedback. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir ein Novum. Zur Jubiläumssendung kann man das schon mal machen. Wir sind so wild. Wir haben zwei Zitate fürs Ende. Ja. Und zwar mein Zitat. Bezieht sich auf jedes Mal, wenn ich praktisch einen Poster für eine Konferenz abgegeben habe bei meinem Chef, war die allererste Reaktion, er hat es noch nicht gelesen. Too much Text. Ja, genau, wenn man drauf schaut, das ist zu viel Text. Dann. Genau. Und das ist das ist eine persönliche Sache von mir. Ich finde, dass wissenschaftliche Poster teilweise echt zu viel Text enthalten. Wenn ich da vor so einer Wall of Text stehe, das will ich dann nicht lesen. Nee, das müssen die Bilder müssen für sich sprechen. Genau, man kann natürlich erklärende Sachen dazu schreiben, weil man soll ja auch verstehen, was gemacht wurde. Aber wirklich
denkt euch vielleicht dabei, so wirklich weniger ist mehr. Wirklich, also man kann auch, wenn man ein gutes Bild, eine gute Abbildung hat, braucht man nicht viel Text dazu. Und das ist viel angenehmer für jemanden, der über so eine, durch so eine Konferenz strielt und dann auf die Poster guckt, wenn er einen sieht, das so luftig leicht mit ein paar Abbildungen ist. Das ist, zieht mich mehr an, wie wenn ich da jetzt riesen viel Text sehe. Mhm. Das stimmt. Genau, und deins finde ich sehr lustig. Ja, das habe ich immer gesagt, weil Wissenschaftler und im Labor da erstens wurde bei uns viel PCR pipettiert und auf der anderen Seite wollen die Wissenschaftler immer gerne Kuchen essen. Und deshalb war mein Satz immer, wer eine PCR pipettieren kann, der kann auch einen Kuchen backen.